Einen wunderschönen Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauer daheim, begrüße auch die anwesenden Gäste hier in diesen Räumlichkeiten. Ja, ich darf Sie begrüßen bei einer Podiumsdiskussion unter dem Titel Der Stellenwert des Sports in der Politik. Wir haben hier eigentlich alle 5 Parlamentsparteien eingeladen, die Sportsprecher bei dieser Podiumsdiskussion teilzunehmen. 3 dürfen wir sehr herzlich begrüßen. Ich darf außen beginnen bei Frau Edith Kollermann von den NEOS. Herzlich willkommen. Wir begrüßen die Sportsprecherin der FPÖ, Petra Steger. Herzlich willkommen. Und den Sportsprecher der SPÖ, Hermann Christ. Herzlich willkommen. Von der Liste Jetzt gab es leider keine Reaktion auf die Einladung und die ÖVP musste heute Mittag, da sagte heute die Sportsprecherin, kurzfristig krankheitsbedingt ab und es konnte leider kein Ersatz gefunden werden. Deshalb sind hier 3 der 5 Parlamentsparteien heute vertreten. Vielleicht ganz kurz zur Vorgeschichte, wie kam es zu dieser Podiumsdiskussion? Die BSO, also die österreichische Bundessportorganisation, hat jetzt im Zuge des Wahlkampfs, im Zuge der bevorstehenden Nationalratswahl an die Parteien Fragen gestellt, Fragen bezüglich des Sports, über Sportproblematiken und es gab schriftliche Antworten. Und um diese Antworten vielleicht auch einer Öffentlichkeit, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat dann eben die Management-Consulting-Firma Brenner & Company sowie die Wirtschaftskanzlei Kunz Valentin zu dieser Runde eingeladen. BSO-Präsident Rudolf Hunsdorfer ist ja leider kürzlich sehr plötzlich von uns gegangen. Ich darf jetzt aber einen der Vizepräsidenten ganz kurz zu uns auf die Bühne bitten, nämlich den ÖFB-Präsidenten Leo Windner. Wenn Sie so lieb sind, ganz kurz raufkommen, links oder rechts. Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Remis gestern in Polen. Was sind denn so die Hauptanliegen der BSO? Worum geht es der BSO primär? Meine Damen und Herren, es geht grundsätzlich darum, dass der Sport in Österreich jenen Stellenwert wiederum erfährt, den er wirklich verdient. Der Sport leistet für unsere Gesellschaft in gesundheitspolitischer, in sozialpolitischer, integrationspolitischer Hinsicht Gewaltiges. Das ist großteils unbemerkt und damit auch, ehrlich gesagt, sehr wenig estimiert. Wir haben mehr als eine 500.000 Ehrenamtliche, die immer wieder in Sonntagsreden gepriesen werden. Aber wir wissen genau, dass die Ehrenamtlichen schon langsam sauer und pfeift drauf werden. Das fängt bei der Registrierkasse an und hört mit allen Restriktionen, steuerrechtlich, Sozialversicherungsproblemen auf. Da, glaube ich, ist es notwendig, dass angesetzt wird. Ein anderes Beispiel. Seit bald einem Jahrzehnt hat die Sportförderung keine Valorisierung erfahren. Uns fehlen 15 Millionen seit dem Jahr 2010. Bitte, wo gibt es das sonst noch? Wir haben das Thema der Infrastruktur. Ich spreche jetzt nicht primär vom Nationalstadion und Trainingscenter für unser Nationalteam im Fußball, aber es geht um Schwimmen, es geht um die Leichtathletik und Volleyball. Hin und hin fällt die Infrastruktur. Und wenn man vergleicht mit anderen Ländern, die wesentlich schwächere Volkswirtschaften haben, dann kann man feststellen, es ist unvorstellbar, was dort geschaffen wird an Infrastruktur und welchen Stellenwert dort der Sport hat. Wir sehen Kroatien, diese Länder oder die skandinavischen Länder. Bitte, dort ist der Sport von der Schule weg schon ein primärer Faktor. Wir reden seit Jahren über tägliche Bewegungsstunde. Ich hoffe und bin gespannt, ob es jetzt noch die Entschließung im Parlament dazu kommt, dass sie wirklich umgesetzt wird. Es ist hoch notwendig, auch im Sinne der Volksgesundheit und um dem Sport wirklich auch die breite Basis zu geben. Und daher wollen wir, dass gerade die Volksvertreter, die Politikerinnen und Politiker nicht nur den Sport auf den Lippen tragen, sondern auch im Herzen tragen und dafür was tun. Dankeschön, Herr Windner. Danke, da haben wir ja schon einige Themen jetzt, über die wir diskutieren können. Zunächst einmal freue ich mich, dass 2 Damen da sind. Ist das repräsentativ? Entspricht das der Wirklichkeit? Gibt es genug Damen im österreichischen Sport? Vielleicht gleich einmal die Frage. Ja?
Es ist wohl eher weniger repräsentativ. Also leider Gottes ist das noch immer eines der Hauptprobleme beim Sport, dass die Frauen einfach nicht die Wertschätzung bekommen, die sie auch verdient haben. Und ich selber war ja jahrelang Leistungssportlerin. Ich habe Basketball gespielt in der ersten Bundesliga. Daher weiß ich auch aus erster Hand, dass es gerade bei den Frauen an allen Ecken und Enden fehlt und dass da auch politisch in der Vergangenheit leider viel zu wenig Fokus drauf gelegt wurde, dass da auch die Förderungen hinkommen. Mann, was könnte man machen, dass mehr Frauen in auch wirklich wichtigen Funktionen im österreichischen Sport tätig sind? Das kann man auf alle Fälle mal sagen. Da momentan ist gerade die Politik weiblich und der Sport sehr männlich, wenn ich das kurz festhalten darf, auch vom Publikum her. Ja, es geht sehr, sehr viel über sogenannte Role Models, würde ich sagen. Es hat auch in den letzten Jahren zum Beispiel der Frauenfußball deutlich an Bedeutung gewonnen und auch unter anderem dadurch, weil auch diese Aufmerksamkeit plötzlich dann da war, wie ganz, ganz tolle Erfolge gefeiert wurden. Also diese Vorbildwirkung ist sicher eine ganz, ganz wesentliche und da kommen wir sicher heute noch hin, wo die Verbindung zwischen Spitzensport und Breitensport auch ansetzen kann und von wo das von unten her schon kommen muss. Ja, aber was eher gemeint, so in der Funktionärsebene, in der Führungsebene, in den diversen Gremien, Herr Christa, wie schaut es denn da wirklich aus? Also wir haben sicher Luft nach oben, deutlich Luft nach oben, das ist, glaube ich, unbestritten. Mir ist wichtig, dass wir die Frauen immer wieder ermutigen, allfällig, wenn die sportliche Karriere zu Ende geht, dass man dann ihnen schmackhaft macht, dann ihr Wissen, ihr Können, ihre Erfahrung in den Vereinen, in den Verbänden dann einzubringen. Ich glaube schon, dass da ein Bemühen der Verbände und der Vereine da ist, die Frauen zu integrieren. Es ist halt nur schon viele, viele Jahre nicht üblich gewesen, aber es ist höchst an der Zeit. Darauf möchte ich auch noch sagen, dass es natürlich immer wichtig ist, auch Vorbilder zu haben in Vereinen, in auch Vorstandspositionen und Ähnliches. Allerdings in erster Linie ist es für eine Athletin auch wichtig, dass sie einfach die Infrastruktur hat, das Geld hat, die Möglichkeit hat. Eine normale Sportlerin, die jetzt ihren Sport ausübt, interessiert dann noch weniger, wer jetzt im Vorstand sitzt, sondern dass die dafür sicherstellen, dass die gegebenen Umstände, Rahmenbedingungen auch vorhanden sind, damit sie einfach ungehindert ihren Sport ausüben kann. Und da werden Frauen auch noch benachteiligt in vielerlei Hinsicht. Würde ich auch noch ganz gerne ergänzen, da teilt sich ja das Themenfeld Sport sich diese Problematik mit vielen anderen Bereichen, ob das jetzt im Management, in Managementpositionen auch in der Wirtschaft ist oder auch in der Politik, ist es ja nach wie vor so, dass man durchaus auch händeringend auch nach Frauen sucht, nicht weil sie nicht da sind, sondern weil sie sich im ersten Ansprechen auch das auch entweder nicht zutrauen oder eben sehr viele andere Verpflichtungen haben. Also Rahmenbedingungen würde ich auf alle Fälle auch sagen und auch dieses Ermutigen und das auch nicht locker lassen, dass sie sich zufrieden geben mit den vorhandenen Strukturen, würde ich mal sagen. Kommen wir vielleicht zum ersten Wunsch der BSO, zur ersten Forderung. Da heißt es auch, wir brauchen, um eben dem Sport eine kräftige Stimme zu geben, ein eigenes Sportministerium. Das hat es noch nie gegeben. Der Sport war immer irgendwo angesiedelt bei einem anderen Ressort, bei einem anderen Ministerium. Braucht es wirklich ein eigenes Sportministerium? Ich denke, grundsätzlich bräuchte es das nicht, aber es bräuchte mehr Wertschätzung dem Sport gegenüber und eine deutlichere Positionierung. Ich habe aber den Eindruck gehabt, jetzt all die Jahre, der Sport ist aber ein Anhängsel von irgendeinem Ministerium. Mir persönlich, ich sage aber ausdrücklich, mir persönlich hat die Positionierung im Bundeskanzleramt der Staatssekretariat am besten gefallen, weil da war eine Wertigkeit da. Ich glaube, dass auch damals eine gute Arbeit geleistet wurde und ich gebe ganz gern zu, dass ich mir wünschen würde, das zumindest zu diskutieren bei einer neuen Regierungsbildung. Jetzt hat der Vizekanzler Strache die Agenten bei ihm im Beamtenministerium. Passt es dort? Also einmal ein eigenes Sportministerium ist eine schöne Wunschvorstellung, aber es ist eine Wunschvorstellung, weil es natürlich auch immer insgesamt man auch auf Kosten achten muss und ein Ausufern der Ministerien oder Staatssekretariate natürlich auch nicht im Sinne einer sparsamen Verwaltung sind. Wo ich sehr wohl auch recht gebe, ist, dass der Sport einfach nicht ein Anhängsel irgendwo ist, wie das zum Beispiel bei der Landesverteidigung jahrelang war, sondern dass der Sport einen hohen Stellenwert hat. Und das war beim Vizekanzleramt unter auch dem damaligen Sportminister Heinz-Christian Strache auch der Fall, weil dadurch auch der Sport endlich zur Chefsache beim Vizekanzler und beim Koalitionspartner Bundesparteiobmann eben war und dadurch auch ein großer Fokus darauf gelegt wurde. Und man hat ja auch gesehen, bei den Regierungsverhandlungen wurde das erfolgreichste und größte Regierungsprogramm im Bereich des Sportes aller Zeiten ausverhandelt. Und wir waren sehr ambitioniert. Leider Gottes ist es viel zu früh jetzt zum Abbruch gekommen und viele Maßnahmen konnten auch die schon in Planung waren, nicht umgesetzt werden.
Ich bin jetzt schon, glaube ich, über 30 Jahren in dieser Branche tätig. Ich habe schon viele Sportministerinnen und Sportminister erlebt. Da waren die Sportressorts untergebracht beim Unterrichtsministerium, beim Gesundheitsministerium, Verteidigungsministerium. Warum wurde oder wird der Sport dann wirklich wie eine heiße Kartoffel herumgereicht? Ich würde das gar nicht als Herumreichen sehen, sondern der Sport ist wirklich eine Querschnittsmaterie und das bildet sich mutmaßlich jetzt auch in diesem Verschieben von Ministerium zu Ministerium ab. Wir haben, Sie haben es schon angesprochen, ganz, ganz stark den Gesundheitsbereich. Ich würde auch sagen, man sollte ja auch Bewegung und Sport sagen. Das ist ja gerade dann, wenn wir anfangen, im Kindergarten und in der Schule auch damit uns auseinanderzusetzen, Bewegung und Sport. Und das hat ganz, ganz stark den Gesundheitsaspekt. Das hat einen sozialen Aspekt, haben auch Sie schon angesprochen, Integration. Es hat einen sehr starken Wirtschaftsaspekt. Also es ist wirklich sehr, sehr übergreifend und das wurde auch dadurch abgebildet. Aber ich sehe auch, dass das nicht ein Ministerium sein sollte, das man deshalb gern hat, weil man halt damit oft in den Medien ist, sondern weil man wirklich etwas, diese Querschnittsmaterie abdecken möchte. Aber wo sollte es angesiedelt sein? Oder sind Sie auch der Meinung vom Herrn Christ, der Staatssekretär wäre eine gute Idee? Ich glaube auch, dass es grundsätzlich in einem auch als Staatssekretariat abgebildet werden kann. Und ich könnte es mir persönlich auch sehr gut im Gesundheitsministerium vorstellen. Wenn man sich so die Wahlprogramme ansieht, kommt der Sport praktisch nie vor. Wenn man sich Wahlreden anhört, kommt der Sport praktisch nie vor. Wenn man sich Parteiprogramme, und ich habe mal so ein bisschen was angeschaut jetzt in Vorbereitung auf das heutige Gespräch, da muss man schon sehr weit nach hinten blättern, dass einmal der Sport vorkommt. Hat der Sport, darf ich vielleicht da beginnen, den richtigen Stellenwert in der Politik? Ganz sicher nicht. Ich finde es ja auch spannend, dass das Sportressort immer auf irgendein Ministerium aufgeteilt wird und dass man immer von der großen Querschnittsmaterie spricht und dass man immer von den vielen Anknüpfungspunkten spricht. Davon wollen aber bestimmte Ministerien gar nichts wissen. Wenn es ums Zahlen geht, bleibt es immer am Sport hängen. Und dass wir nicht gerade mit den meisten Mitteln ausgestattet sind, glaube ich, das ist auch hinlänglich bekannt. Dann kommt dazu, dass der Sport Landessache ist. Das macht die ganze Geschichte auch sonst sehr spannend. Also ich denke, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, ich habe auch schon viele, ich habe 8 Sportminister und Staatssekretäre erlebt, ich habe es noch nie erlebt, dass man sich wirklich auf einen Tisch setzt, die Länder und der Bund und sagt, wo brauchen wir jetzt die Sportstätten, dass wir uns weiterentwickeln positiv, wo soll jetzt die Infrastruktur angegangen werden. Es will zwar jeder Landeshauptmann über irgendein Schmuckkastel irgendwo her und der Bund soll mitzahlen, aber umgekehrt hört man das selten bis gar nicht. Und daher fehlt dieser große Stellenwert des Sports in den Köpfen der höchsten Politiker, das sage ich. Ich weiß, man sieht sie gerne auf den VIP-Tribünen und bei Reden zum Sport, aber auch ich habe gekämpft um einen Passus im Programm. War gar nicht einfach, aber es ist zumindest gelungen, mehr als je zuvor als Sport im Parteiprogramm der Sozialdemokratie zu verankern. Da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, weil in Wirklichkeit passiert das meiste aber im Hintergrund, im direkten Gespräch. Nicht alles, was niedergeschrieben ist, wird dann auch umgesetzt, leider Gottes, weil halt dann eine GP zu schnell ausgeht oder weil man es dann zwar verspricht, aber eh nicht. Aber das macht. Programm war gut, oder? Verbesserungswürdig, sicher eine gute Basis, überhaupt keine Frage, da sind wir ja relativ uns einig, aber es hätte manches wesentlich schneller gehen können und umgesetzt werden können, das wäre schon möglich gewesen, aber wir haben ja Hoffnung. Wir sind ja immer von Hoffnung und von Mut getragen im Sport und deswegen hoffe ich auch auf die neue Bundesregierung. Also auf die ursprüngliche Frage, um auf die zurückzukommen, der Sport hat natürlich nicht den Stellenwert, den er sich verdienen würde. Das betrifft die Politik, das betrifft aber auch die Wirtschaft und die Gesellschaft allgemein in Österreich. Wenn man sich anschaut, international, dass es eine große Qualifikation ist, wenn man zum Beispiel einmal Leistungssportler war, das wird von Unternehmen wertgeschätzt, das wird von Universitäten wertgeschätzt und vieles weitere. In Österreich habe ich nicht nur einmal gehört, wenn ich gesagt habe, ich war Leistungssportlerin im Basketball, ja, und was hast du gearbeitet? Ja, also das ist einfach ein gängiges Denken, dass dann Sport, solange man nicht Millionen verdient, einfach keine Arbeit ist, dass Sport nichts wert ist und man im Leben noch nichts gemacht hat. Und das ist im Denken einfach auch der Bevölkerung und auch der Politik zum Großteil leider Gottes verankert. Wo ich jetzt nicht recht geben kann, ist bei den Regierungsverhandlungen im Programm. Ich glaube, das war das beste und ausführlichste Programm, das wir jemals hatten, aus dem einfachen Grund, weil eben Sport ist Querschnittsmaterie, ressortübergreifend auch gedacht wurde. Wir haben einen Fokus gelegt
gelegt auf den Universitätssport. Wir haben den Gesundheitsbereich mit an Bord geholt bis hin zur Schule. Da waren alle möglichen Punkte drinnen und wir haben auch erstmals eben alle mit an einen Tisch geholt, indem wir eine umfassende Sportstrategie, einen Prozess gestartet haben und auch zu Ende gebracht haben, wo eben vom Bund, Land, Gemeinde, vom Breiten bis zum Spitzensport, von Infrastruktur einfach Experten gesessen sind und über Monate hinweg einfach auch die ganzen Probleme durchgegangen sind und auch Lösungen geboten haben. Jetzt wäre der nächste Schritt gewesen, ja, dass man es umsetzt. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen, weil es zu früh zu Ende gegangen ist. Und leider konnten wir nicht noch früher anfangen, weil leider Gottes aus den vergangenen Jahren auch viel an Aufräumen übrig geblieben ist. Es hat aber fast schon jede Ministerin, jeder Sportminister am Anfang neue Ideen gehabt, hat Konzepte auf den Tisch gelegt. Es hat halt meistens gehapert an der Umsetzung. Jetzt haben Sie gesagt, okay, Sie sind nicht mehr dazugekommen. Aber warum, was ist die Schwierigkeit an der Umsetzung dann schlussendlich? Wie gesagt, in diesem Fall war es wirklich rein Zeit, ja, weil es sind im Hintergrund schon zahlreiche Projekte auch in Umsetzung gewesen. Wenn man sich eben anschaut, zum Beispiel den Breitensport, wo man mit Macht den ersten Schritt ein wirklich sinnvolles und großartiges Projekt ins Leben gerufen haben, wo es darum geht, endlich die Bevölkerung, die breite Bevölkerung in die Bewegung zu bringen, wo auch der Coach der Nation, kann man sagen, Gernot Schweizer, mit an Bord geholt wurde, wo mit dem ORF, mit Radio, mit vielen Partnern auch zusammengearbeitet wurde, damit man einfach auch viele Einzelinitiativen, die es in ganz Österreich gibt, unter ein Dach zusammenfasst, die Leute zu mehr Bewegung bringt, gleichzeitig auch mit Videos und Ernährungstipps und so weiter das gesunde Leben näher bringen. Und das war eine sinnvolle und wichtige Kampagne. Die Homepage ist gestanden, es wurde schon koordiniert und das Ganze wurde jetzt aufgrund der Übergangsregierung einfach gestoppt von der neuen Bundeskanzlerin. Und da sehe ich, da sieht man wieder, dass der Breitensport noch immer nicht dort angekommen ist in den Köpfen, wo er sein sollte, weil das war eine sinnvolle Maßnahme. Herr Kollermann, stimmt es, dass die alte Regierung auf dem richtigen Weg war? Die alte Regierung hat vor allem sehr eines gemacht und das war vieles in Ankündigungen gegossen und sehr viele Absichtserklärungen abgegeben. Ob es jetzt so weit gekommen wäre, wenn man sie weiter, ich möchte mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass sie weitergearbeitet hätte, diese Form, aber ob es dazu gekommen wäre, wissen wir nicht. Und es ist, wie es ja auch schon angesprochen worden ist, es ist ein wesentliches Gesundheitsthema, unter anderem, und das hat sehr viel mit Verhaltensänderung zu tun. Und Verhaltensänderungen lassen sich aber nicht verordnen, die muss man entwickeln. Und da beginnt es ganz, ganz stark in den Schulen und noch davor in den Kindergärten damit zu beginnen. Und da hilft mir eine Überschrift und ein schönes Programm nicht. Da muss ich auch für die Bedingungen dafür sorgen. Und das wird das Lehrpersonal, so wie es derzeit aufgestellt ist, so nicht hinkriegen. Das heißt, da müssen wir ganz, ganz konkret, zum Beispiel fordern wir so ein Fach. Ja, zum Schulsport kommen wir dann noch. Ich wollte jetzt rein generell zum Stellenwert des Sports in der Politik. Sie wollten da was dazu sagen auch? Ja, ganz unwidersprochen, heute ist natürlich nicht lassen, das ist das beste Programm ever und alles. Wir haben auch in dieser Zeit mit sehr verhaltensoriginellen Repräsentanten zu tun gehabt, die glaubt haben, sie müssen alles neu erfinden und in den Gesprächen sind sie dann draufgekommen, ja, das macht ja der Breitensport schon seit 120 Jahren. Da sind ja Fachverbände schon längst auf diesem Zug drauf, es geht ja nur um die Koordinierung, ums Zusammenführen und dann das Sinnvolle weiterführen. Da waren wir schon auf dem Weg, das gibt ja keine Frage, aber viele Dinge, es hat eine tolle Präsentation der Austria Sportstrategie gegeben, ich kenne bis heute kein Papier, ich kenne keinen einzigen Vorschlag, wie etwas umgesetzt werden soll, das waren alles viele Papiere, viele Pressekonferenzen, weitergegangen ist nichts, zusammengefasst. Ich habe viele Verantwortliche im Sport erlebt, die alle gesagt haben, ich möchte Spuren hinterlassen. In meiner Amtszeit, bei einigen sind Schleifspuren geworden. Da würde ich auch ganz gerne noch einhaken, und zwar, weil Sie gesagt haben, da ist ja so sehr viel vom Sport selber gekommen. Und es ist auch ein bisschen so, dass das auch repräsentativ für diesen und auch andere Bereiche, dass ja vieles trotz Politik funktioniert, wenn ich so sagen darf. In der Wirtschaft funktioniert vieles, obwohl wir manche Rahmenbedingungen vorfinden, die nicht optimal sind. Und auch im Sport oder in der Freiwilligkeit und bei den Ehrenamtlichen, wo man wirklich immer wieder ein großes Danke sagen muss, dass sie sich so engagieren, aber auch natürlich sie nicht mit dem Danke abspeisen dürfen. Also ich weiß schon, dass Kritisieren immer auch dazugehört und wenn etwas gut ist, darf man es auch nicht zu sehr loben. Ich kann mich erinnern, dass du einmal sogar persönlich zu mir gesagt hast, dass das wirklich ambitioniert ist und toll wäre, wenn man das alles umsetzt beim Regierungsprogramm. Und ich kann mich sogar erinnern, dass du gesagt hast, du bist das erste Mal eingeladen, auch als Opposition bei so einer Präsentation einer Sportstrategie.
Und du wirst mir auch recht geben, es ist das erste Mal, dass wir eine Regierung haben, das weiß ich, weil ich jahrelang in Opposition auch als Sportsprecherin war, wo wir tatsächlich auch Anträge im Parlamentarischen Sportausschuss zugelassen haben und beschlossen haben. Das gab es in den vergangenen Jahren noch nie. Ich bin teilweise verzweifelt, weil alles schubladisiert wurde von der ÖVP und von der SPÖ damals. Also da gab es wirklich Richtungswendungen, eine Richtungsänderung auf politischer Ebene, auch in der Zusammenarbeit, weil ich glaube, die Zusammenarbeit war auch immer gesucht und gewollt. Also da jetzt alles zu kritisieren, wenn es tatsächlich solche großartigen auch Änderungen auch in der Zusammenarbeit gab, halte ich für etwas übertrieben. Besser könnte es natürlich immer gehen, schneller könnte es auch immer gehen, da sind wir auch einer Meinung. Das ist natürlich klar, dass bei Veranstaltungen wie diesen zum Beispiel, dass es da sehr viel Absichtserklärungen und da sehr viel sagt, okay, der Sport gehört mehr gefördert und er bekommt einen oder sollte einen anderen Stellenwert bekommen. Aber ist sie nicht vielleicht symptomatisch ein legendärer Sager von Alexander van der Bellen? Da ging es um mögliche Koalitionen und Koalitionsbedingungen und da hat er gesagt, na, mit dem Sportressort lässt man sicher nicht abspeisen. Sagt das nicht schon sehr viel aus, dass man dann sagt, naja, okay, jeder sagt Sport wichtig, aber dann, naja, mit dem lassen wir uns nicht abspeisen? Das ist wirklich keine glückliche Aussage, würde ich auch sagen, weil man sich nicht abspeisen lässt mit dem Sport, sondern weil das sicher ein ganz besonders, eine besondere Herausforderung wäre, auch eben gerade auf diese verschiedenen Lebensbereiche Einfluss zu nehmen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass der Sport für den Tourismus in Österreich einen ganz großen Stellenwert hat und, eben auch, und damit auch für die Wirtschaftsleistung. Ja, eben, also gesellschaftlich, sozial, gesundheitlich, hat er so viele wichtige Faktoren. Ja, also solche Aussagen tun mir wirklich richtig gehend weh, wenn ich so etwas höre. Und dann kann man es anscheinend nicht oft genug sagen, wie wichtig der Sport einfach in den vielen Bereichen des Lebens, wie wichtig der Sport ist, sei es jetzt für die Gesundheit, die individuelle Gesundheit, für das Gesundheitssystem durch Ersparungen im Krankensystem, sei es für Tourismus, sei es für die Integration, sei es im schulischen Bereich, sei es jetzt für die Wirtschaft. Ja, ich glaube, über 17 Milliarden gibt es da an Vorteile für die Wirtschaft. Also es sind unzählige auch Vorteile, die der Sport bringt in so vielen Bereichen. Und da fehlt es offenbar bei solchen Aussagen eben am Wissen. Und man kann es anscheinend nur einfach nochmal wiederholen und immer wieder wiederholen. Wir können heute, ja. Ich denke wahrscheinlich, dass die, ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen, aber es ist schon wichtig, wenn man Rapid-Mitglied ist, das ist er ja, und Fan, aber die Sportaussage war sehr unglücklich, weil die tut uns allgemein nicht gut, einem Politiker schon gar nicht und uns hilft null in der Arbeit täglich draußen und weil die, Peter, was du gesagt hast, die Breitensportverbände sind ja oftmals durch das Fördergeld auch gezwungen, ab einer gewissen Höhe externe Evaluierungen ihrer Arbeit durchführen zu lassen, um auch zu kontrollieren, ob das Geld auch richtig ankommt und ob halbwegs was Vernünftiges rauskommt. Und wenn ich nur denke, den Bereich des Gesundheitssports, nur den Bereich des Gesundheitssports, rede ich nicht vom Leistungssport, innerhalb des Breitensportverbands ASKÖ, und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei den Kollegen vom ASFÖ und von der Sportunion das Gleiche ist, wenn man das hochrechnet und diese wirtschaftlichkeitsökonomische Wirkung und alles Mögliche untersucht, kommt raus, relativ aktuelle Zahl, dass sich Menschen, die sich in der Woche zweimal bewegen, und das ist das Grundprinzip, das wir im Breitensport und auch der nationale Bewegung Plan für Bewegung vorsieht, wenn sie die Leute zweimal in der Woche halbwegs vernünftig bewegen, ersparen sie pro Jahr 187 Euro an Gesundheitsfolgekosten, die irgendwann auftreten, weil sie sich zwang bewegt haben. Und das alleine ist eben genau die Querschnittsmaterie Gesundheit, aber mir macht viel mehr Sorge der Bereich der Bildung und der Schulen, weil was wir da alles beschließen und dann nicht umgesetzt wird, da kann der Sport nichts dafür. Dazu kommen wir gleich, aber vielleicht bleiben wir gleich auch beim Thema das liebe Geld. Ich darf vielleicht nur vorlesen, einige der Vorschläge oder Forderungen auch der BSO, um eben mehr Geld zu lukrieren. Valorisierung der Bundessportförderung, haben wir schon gesprochen, angeblich seit 2010 nicht mehr erfolgt. Dann mehr Einnahmen aus Online-Sportwetten, also eine zweckgewidmete Abgabe. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Sportvereine, die Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützigen Vereinen. Jetzt vielleicht auch, beginne ich bei Ihnen, was von diesen Vorschlägen, würden Sie sagen, ist am ehesten umsetzbar und macht am ehesten Sinn? Weil wir vorher gesagt haben, auch wie stark gehen wir bei dem Einzelnen, also bei der einzelnen Förderung ins Detail, Evaluierung, fällt mir schon auch noch die Familienbeihilfe und das Pflegegeld ein. Und beim Pflegegeld sind wir erst jetzt neuerdings draufgekommen, was auch nicht valorisiert worden ist. Aber wir wollen ja nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern auch wirklich drauf schauen, wo die Mittel hinfließen und wo sie auch wirklich gut eingesetzt sind. Zusätzlich zu einer Valorisierung, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier
Schritte setzen muss, wäre mir auch wichtig eine Evaluierung, das heißt eine viel, viel transparentere Gestaltung, ob die Mittel, die wir jetzt einsetzen, wirklich bei den Vereinen, bei den Sportlerinnen und Sportlern ankommen. Das wär auch eine wichtige Vorbedingung sozusagen. Und dann kann es ja durchaus sein, dass man sagt, also dort in diesem Bereich brauchen wir tatsächlich diese und jene Erhöhung. Aber diese Wirkungsmessung wäre uns immer wieder sehr wichtig, weil man einfach dann auf Fakten basiert auch entscheiden kann. Sie sind ja der Meinung, dass nicht genug Geld dieser Fördermittel wirklich beim Sportler ankommen? Wir wissen, dass nur ungefähr ein Drittel der derzeitigen Bundesförderung wirklich bei den, das kommt alles im Sport an, aber nicht auf der Ebene der Förderung der Sportlerinnen und Sportler und auf der Ebene der Vereine. Und es gibt auch viele nicht organisierte Vereine, die überhaupt keinen Zugang zu öffentlichen Förderungen haben. Und das kann in den Strukturen liegen, dass da auch das versickern kann, ist ja klar, die Strukturen brauchen ja, die haben ja auch Overhead-Kosten. Und es ist natürlich auch eine gewisse Problematik mit dem Föderalismus in diesem Zusammenhang. Stimmt es, dass nur ein Drittel der Gelder ankommen? Versickert so viel in der Verwaltung? Versickert tut überhaupt nichts. Wir haben alleine durch das Bundessportfördergesetz eine Vorgabe im gesamten Breitensport, dass mindestens 40% bei den Vereinen ankommen muss. Schon mal der erste Punkt. Oder eigentlich sind es 50, wenn man es genau nimmt. Ja, 40 haben wir angefangen, jetzt sind es schon 50. Das heißt, die Hälfte all dessen Geldes, das wir kriegen, müssen wir nachweisen. Wir können ja nicht nur sagen, wir haben es jede Vereine gegeben, sondern das muss ja nachgewiesen werden. Da wird ja jedes Jahr penibelst genau überprüft. Vollkommen richtig, kann nicht genug Kontrolle geben. Es kann natürlich sein, dass bei den Vereinen zwar 50% ankommen, aber dann auch wieder was hängen bleibt, bis dann wirklich was beim Sportler ist. Ja, aber der Verein ist der am nächsten beim Sportler ist. So, jetzt aber kann es sein, dass wirklich bei der Sportlerin beim Sportler dann schlussendlich nur 30% der Fördermittel ankommen? Ja. Ein Drittel. 33. Oder ich traue ich mir nicht sagen, weil ich weiß, dass mehr ist, zumindest für den Bereich des Breitensports, weil, wie es so schön heißt, Breitensport, wir sind für die ganze Breite des Sportes und der Bewegung vollkommen richtig zuständig. Wir haben alleine bei uns über 200 Sportarten, die wir betreuen, von Aerobic bis Hüpfelbob, und die müssen wir alle irgendwie versorgen, unterstützen, weiterbilden, in der Vereinstätigkeit aushelfen, Sportmöglichkeiten, Veranstaltungen ermöglichen, und das tun ja die Breitensportverbände in sehr hohem Ausmaß, und da kommt ja viel mehr Geld direkt zu den Sportlerinnen und Sportlern als diese 50% Vereinszuschuss, die wir haben. Also ich glaube, dass wir weit über 2/3 der Mittel sind, die direkt im Verein, direkt den Sportlerinnen und Sportlern zur Verfügung gestellt wird. Da muss man natürlich aufpassen, wir haben Fachverbände, wir haben Dachverbände, jeder hat ein bisschen andere Richtung, ein bisschen andere Aufgaben, aber ich glaube, jeder ist bemüht, seinen Sportlern bestmögliche Unterstützung zu geben. Also ich glaube, jetzt fühlt man sich irgendwie als Dachverband ausschließlich angesprochen. Ich glaube, das, was mit dem Versickern gemeint ist, ist das gesamte Sportsystem in Österreich. Das betrifft jetzt nicht nur die Dachverbände, sondern wir haben ja unzählige Organisationen. Und da gibt es sicher auch Optimierungspotenzial, einfach auch, wenn man Synergien nutzen kann und vieles andere. Ja, mehr besser Zusammenarbeit in manchen Bereichen, vielleicht die ein oder andere Aufgabenkompetenzen neu zuteilt, besser aufteilt, klarer aufteilt. Aber ich glaube, auch eines der Hauptprobleme ist in diesem Bereich der Förderung, warum man nicht sieht, dass es oder vielleicht nicht bewusst ist, dass auch beim Sportler mehr ankommt, ist natürlich die Transparenz, und die besteht einfach nicht, weil es halt Bundesförderung, Landesförderung, Gemeindeförderungen, und man weiß am Schluss nicht, was wo genau landet. Die Transparenzdatenbank, seit Jahren angekündigt, wird von manchen Ländern leider Gottes noch immer nicht genug eingespeist. Also da mangelt es oft an der Transparenz, wohin das Geld fließt, um auch vielleicht Doppelgleisigkeiten auch abzustellen. Aber um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen, was ja war, die verschiedenen Forderungen der BSO, weil ich dazu noch nichts gesagt habe, all diese Forderungen können wir nur zustimmen. Ja? Das ist etwas, was die FPÖ schon seit Jahren fordern. Das haben wir auch ins Regierungsprogramm hineingegeben. Das war auch teilweise in Umsetzung. Einer der zentralen Punkte ist natürlich einmal die Valorisierung, die ja gesetzlich zusteht. Das wurde ja nun nicht gemacht. Also das alleine halte ich schon mal für höchst bedenklich. Auf der anderen Seite war es unser Ziel, als eines der großen Ziele in dieser kurzen Regierungsperiode, dass man einfach in Zukunft nicht nur die Lotterie
Kategorien, sondern auch die Online-Wettanbieter ihren Teil dazu beitragen. Und das wäre gewesen, da waren die Verhandlungen schon sehr weit, 25 bis 30 Millionen, die dem Sport zusätzlich zur Verfügung gestanden wären, was sehr wichtig gewesen wäre für den Sport. Wir hätten dann natürlich den Fachverbänden von 80 auf 90 gerne aufgestockt und den Rest einfach noch viel intensiver in Infrastruktur hineingegeben. Also da ist leider wiederum Gott einiges verhindert worden durch diesen vorzeitigen Regierungsaus. Also ich glaube, das ist ja einhelliger, dass irgendwie Abgaben von Online-Sportwetten das nicht so schlecht wäre, wenn das dem Sport zugutekommen wäre. Wie schaut es aus mit dieser ermäßigten Umsatzsteuersatz für Sportvereine, vielleicht Absetzbarkeit von Spenden an gemeinnützigen Vereinen? Die Gemeinnützigkeit an sich ist ja, das ist ja derzeit auch möglich, aber nicht die Absetzbarkeit von Spenden. Das heißt, da brauche ich natürlich bestimmte Voraussetzungen, um diese Spendengütesiegel auch erreichen zu können. Das könnten wir uns grundsätzlich schon vorstellen, dass man da die Kriterien definiert, dass Spenden an gemeinnützige Sportvereine auch absetzbar sein könnten. Und wir gehen auch darüber hinaus und sagen auch, andere Aufwendungen für Sport, für Eltern, zum Beispiel Schulsportwochen, sollten auch steuerlich absetzbar sein. Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen, was noch nicht jetzt bei den Forderungen, glaube ich, war, oder vielleicht habe ich es überhört. Das sind die Rücklagen. Ich halte es, ich habe es auch in der Vergangenheit immer gesagt, für eine Budgettrickserei, wenn man dem Sport ein gewisses Budget zugesteht und dann am Schluss 20% des Budgets nicht auszahlt und das dann noch im Nachhinein als Sparmaßnahme oder Effizienzversuch zu verkaufen. Wir haben mittlerweile... Wieso wird das nicht ausgezahlt? Das sind, glaube ich, gewesen am Höchststand 116 Millionen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei ungefähr 80 Millionen, die noch vorhanden sind, die halt dann eben nicht ausgegeben wurden, aus was für ein Grund noch immer, weil man irgendwelche Infrastrukturprojekte nicht umgesetzt hat, die werden in Rücklagen gegeben. Das ist jetzt für jeden, der sich auskennt, natürlich nicht so, dass man darauf einfach wieder zurückgreifen kann. Das kann man nur eben mit Zustimmung des Finanzministeriums, und das war anscheinend Geld, das nie da war oder auch nicht vorhanden war. Und das halte ich für falsch, und jetzt haben wir das erste Mal auch gehabt, dass wir einen Teil der Rücklagen auch abgebaut haben, benutzt haben für Infrastruktur, und dass man da jedes Jahr eben Millionen an Rücklagen bildet und das nicht für den Sport verwendet, das halte ich für einen Skandal. Ja, ist durchaus richtig, keine Frage. Habe ich auch für äußerst bedenklich gehalten, wie ich das erste Mal die Zahlen erfahren habe, dass tatsächlich etwas auf Rücklage liegt. Aber jetzt sind wir ja schon in dem Ressort, wo es am meisten knackt eigentlich. Weil bei vielen Dingen, es hat noch nie an Ideen gemangelt im Sport, es hat noch nie an Projekten gemangelt im Sport, es hat noch nie gemangelt, dass sich ein Fachverband für eine große Sportveranstaltung engagiert hätte. Es scheitert schlussendlich, egal bei was, ob wir jetzt bei der Schulstunde sind, ob wir bei Kinder gesund bewegen sind in den Schulen, wo der Sportminister Strache durchaus eine gute Aktion ins Leben gerufen hat und das verfolgt hat. Immerhin durchaus dabei. Und, ja, ist durchaus, ist in Ordnung, aber auch deutlich gesagt hat, er braucht halt eigentlich 50 Millionen mehr, damit das flächendeckend ausgerollt werden kann in Kindergarten, Volksschule. Das hätten wir gerne unterstützt, nur leider am Finanzministerium scheitert das dann. Wie viele andere Dinge auch am Finanzministerium scheitern, ja, weil andere Dinge wichtiger sind. Ich will keine Sonderregelung und keine Extrawürste für den Sport. Aber wenn ich mir denke, das Kulturbudget ist 450 Millionen, da regt sich keiner auf, Absetzbarkeit von Kultursponsoring ist auch gegeben. Bei uns gibt es das nicht. Es wäre schon nett, wenn wir eine Gleichstellung zusammenbrachten und vor allem, wenn man sich immer unterhalten würde, dass man Sportinfrastruktur, das ein nationales Gut ist, im Wirtschaftsministerium ansiedelt, weil das ja ein Gut ist, das dem Staat dann gehört und das dann allen zur Verfügung stehen sollte. Dass man nicht immer, wenn man Stadion bauen will oder Laufbahn oder Curlinghalle überdachte, die wir nicht haben, dass man dann den Wirtschaftsbereich andockt. Das ist dann die Querschnittsmaterie und sagt, Freunde, eigentlich war das was für euch und nicht immer im Sportbudget. Ich würde den Herrn Kollegen als gelernte Steuerberaterin gerne darauf hinweisen, dass es einen Unterschied zwischen Spenden und Sponsoring gibt und dass das Sportsponsoring natürlich auch steuerlich absetzbar ist, wenn die Werbewirkung entsprechend nachgewiesen werden kann. Und was die Rücklagenbildung betrifft, da bin ich in der Materie nicht drinnen, aber da kommt, das wird ja wohl jemand auch abgeschlossen, abgenommen und überprüft haben. Und man kann ja nicht einfach etwas auf Rücklagen geben, nur weil man lustig ist und sich denkt, dass man es vielleicht im nächsten Jahr brauchen wird. Aber ich bin absolut auch der Meinung, dass man das untersuchen oder begründen sollte und auf dieser Basis dann entscheiden, dass diese Rücklagen auch ganz bestimmten Anliegen auch zugutekommen sollen. Also, da kann ich jetzt was erklären.
weil alles, was budgetiert ist für ein Jahr und am Schluss nicht ausgegeben wird, weil irgendwelche Projekte, die budgetiert waren, Infrastruktur, Hallenbau oder was auch immer, nicht umgesetzt wurde, fließt dann automatisch in die Rücklagen. Und in dem Moment kann man als Sportminister oder Staatssekretär oder was auch immer überhaupt nicht mehr darauf zugreifen. Also was aber natürlich auch begünstigt, dass manchmal, ich spreche jetzt nicht für den Sport, sondern auch in anderen Bereichen dann quasi auf Teufel komm raus Geld ausgegeben wird, damit man es noch vor Ende des Jahres ausgibt. Das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Also hier in eine Richtung, ja, Entschuldigung, nur zum einen Gedanken zu Ende führen, in die Richtung zu gehen, dass man sagt, ich habe bestimmte Projekte und die sind ja vielleicht auch ganz sicher über mehrere Jahre laufend, dann soll diese Mittel dafür schon reserviert werden können und dass ich nicht sage, ich muss das jetzt genau in dem Zeitraum. Und wenn ich projektierte Ausgaben habe, dann sollte man sehr wohl auch was im Haushalt auch ändern. Also wenn man im Jahr ungefähr ein Volumen hat von einer Bundessportförderung, das variiert ja von 120 bis 130 Millionen und dann jedes Jahr 20% Rücklagen gebildet wird, dann ist das keine kleine Summe mehr, sondern eigentlich für mich ziemlich erschreckend und für mich eine Budgettrickserei. Und ich finde es schade, dass das Geld, wo wir uns einig sind, einfach zu wenig vorhanden ist im Sport und gerade im Infrastrukturbereich viel, viel mehr getan werden muss, weil wir Hallen haben, die sind teilweise am Zerfallen oder auch Orte, wo es halt gewissen Bedarf an neuen Infrastrukturprojekten gibt, dass dann nicht irgendwie Rücklagen gebildet werden, sondern dieses Geld auch eingesetzt wird für diese Infrastrukturen. Das halte ich für Selbstverständlichkeit und sollte das so sein. Jetzt muss ich nur präzisieren, von diesen 120 Millionen sind 80 Millionen fix vergeben an die Verbände. Das heißt, wir reden von einem Maximalvolumen von 40 Millionen, das im Sportministerium zur Verfügung steht und von dem sollte dann Infrastruktur gebaut werden und was er darf, was sonst noch ist. Großsportveranstaltungen unterstützt werden. Also das Ministerium hat es nicht einfach. Ja. Jeder, der dort am Ruder war, jeder hat sich bemüht, keine Frage. Aber noch eine Ergänzung zum Finanzministerium. Wie das hochgekocht ist, hat sich ja der Sport mordsmäßig natürlich beschwert, selbstverständlich. Es kann ja nicht sein, dass so viel auf Rücklage liegt. Dann hat es geheißen, ja, wenn sinnvolle Projekte kommen, dann kann man das durchaus noch loseisen. Ich weiß nicht, wie viele sinnvolle Projekte das gegeben hat. Losgeeist ist nichts geworden. Also wir sind wieder im Bereich des Finanzministeriums. Die müssen wir aber ein wenig stupsen, dass für den Sport etwas mehr ausschaut. Aber ohne, dass das Sportministerium hat schon noch die Entscheidung, entweder Projekte umzusetzen oder nicht. Also bei Ihnen liegt die Entscheidung, ob es dann schlussendlich in Rücklagen fließt oder nicht. Das Finanzministerium, da gebe ich recht, müsste es dann wieder freigeben. Das tut es auch nicht, das stimmt. Allerdings war schon ein Versäumnis der Sportminister, die jetzt nicht uns angehört haben, der vergangenen Jahre, dass diese Rücklagen in dem Ausmaß überhaupt gebildet wurden. Und da finde ich es auch schade noch dazu, dass da keine Transparenz in dem Bereich gelebt wurde und gesagt wurde, dass da eingespart wird, sondern dass da immer das eine budgetiert wird und am Schluss wesentlich weniger ausgegeben. Und am Schluss heißt noch, wir waren besonders sparsam und effizient, wir haben nicht so viel gebraucht an Geld. Ja, das halte ich halt für den falschen Zugang. Vielleicht noch einmal auch zum Thema Sportförderung zurückzukommen. Auch der Rechnungshof hat gewisse Sachen kritisiert, was die Sportförderung in Österreich anbelangt. Gibt es einfach zu viel verschiedene, ich sage mal, Füllhörner, die verschieden gut gefüllt sind, die manche mehr, die manche weniger? Gehört das Ganze doch ein bisschen mehr zentralisiert? Ja, jetzt kann man sagen ja und nein. Ich denke, dass das Bundessportfördergesetz mit viel Hirnschmalz und der Zusammenarbeit und Mitarbeit aller Sportverbände, Experten, Wissenschaftler, was der Teufel so ist, gemacht wurde und in jedem Fall die Meinung vorherrscht, dass das eine gute Möglichkeit ist, diese 80 Millionen, wer von anderem redet, diese 80 Millionen gerecht und sinnvoll zu verteilen. Jeder Cent dieser 80 Millionen muss belegt und abgerechnet sein. Niemand kann sich Kerbalgeld machen oder irgendwie etwas zur Seite. Es gibt schon andere Gelder, es kommt auch von der Sporthilfe, es gibt schon andere Institutionen. Ich weiß schon, hat jetzt nichts damit zu tun mit diesen 80 Millionen, aber deshalb sage ich ja, es gibt verschiedene Institutionen, die auch Geld an den Sport hergeben und es sind teilweise auch die Sportler überfragt und fast überfordert, um zu wissen, wo kann ich eigentlich welches Geld bekommen. Das glaube ich schon, ja, bei Sporthilfe muss man aufpassen, die sind eigentlich ja von ihrem Grundgehen ja dazu da, um Geld aufzutreiben aus der Wirtschaft. Die dürfen mit uns im Sport, im organisierten, im gemeinnützigen Sport gar nicht kollidieren. Daher ist es wichtig, dass die gibt, dass sie auf eigenen Beinen stehen. Natürlich, wir haben das Olympische Komitee, wir haben bei all den Dingen, ich habe es auch da gesehen, ich kann es nicht verkneifen, dass ich sage, auf der Einladung stehen alle möglichen verschiedenen Institute drauf.
Institutionen, die es gibt, aber nicht selten oder eigentlich immer vergisst man dann, da gibt es nur die Paralympics, da gibt es die Special Olympics und da gibt es den Behindertensportverband. Das sind auch drei ganz wichtige Sportverbände in diesem Land, die auch jede Unterstützung brauchen. Und ich glaube, dass der Verteilungsschlüssel ein durchaus gerechter ist, man kann immer darüber diskutieren, aber sicher ein im größtmöglichen Rahmen gerechter ist. Das Problem ist bloß, dass die 80 Millionen nicht mehr werden seit Jahren und da müsste der Schrauben gedreht werden. Und dass alle ihre Projekte belegen müssen, dass alle ihre Tätigkeiten belegen müssen, ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite werden dann 20 Millionen, ich sage nur Rio, zur Verfügung gestellt. Der Erfolg hat sich, war überschaubar. Und von den 20 Millionen ist nachhaltig null in den Nachwuchs. Welchen 20 Millionen reden Sie jetzt? Ja, dieses Projekt Rio ist ja damals mit 20 Millionen dotiert worden, weil man ja in London gesagt hat, jetzt müssen wir was tun. Ja, das war eh nett, aber braucht hat es dem Sport in Wirklichkeit nichts. Ne? Also man verbrennt teilweise dann schon viel Geld auch und da sollte man sich durchaus zusammensetzen und effizientere Modelle erarbeiten, aber mit den Verantwortlichen, mit den Kollegen aus den Fachverbänden, die wissen eigentlich, was brauchen für ihre Spitzensportler. Dazu kommt auch, wir haben es schon gesagt, dass natürlich einerseits ist natürlich die Valorisierung, andererseits ist das mehr Geld im Sport allgemein, dass wir das erhöhen wollen durch die Online-Sportwetten. Andererseits ist natürlich die Frage, welches andere Ressort kann Teile übernehmen und da geschieht noch viel zu wenig. Also es wurde vorher schon angesprochen, dass das Gesundheitsressort einfach auch besonders im Bereich des Breitensports einfach noch einen größeren Beitrag leistet. Das war auch schon ausverhandelt, besonders im Bereich Kinder gesund bewegen, dass da auch Finanzierungen übernommen werden, halte ich für extrem wichtig, dass es endlich auch ankommt in den zuständigen Ressorts. Sport auf Krankenschein, so Stichwort, oder? Zum Beispiel, ja, aber dass es einfach ankommt in den verschiedenen Ressorts, dass sie genauso eine Verantwortung tragen, weil der Sport ja schlussendlich ihnen auch wieder zugutekommt. Die Sportinfrastruktur, Sportstätten wurden schon angesprochen, kommen wir vielleicht zu diesem Thema. Die Fußballer, die hätten gerne ein neues Nationalstadion. Die Schwimmer, die hätten gerne ein neues Leistungszentrum. Die Leichtathletinnen, die klagen, dass sie zu wenig Trainingsmöglichkeiten haben. Moderne Multifunktionshallen werden immer wieder gefordert, auch speziell in Wien. Mangelt es da wirklich so sehr an den Sportstätten? Das schließt eh sehr gut an die vorige Frage, wo Sie gefragt haben, braucht es mehr Zentralisierung? Und man kann es wahrscheinlich mit einem Satz beantworten, es braucht mehr Koordination von bestimmten Vorhaben und von Großprojekten. Und dass bei den Sportstätten, dass das nicht etwas ist, was man halt im eigenen Umfeld nur nutzen kann, nämlich wirtschaftlich nutzen kann, das liegt auf der Hand. Und Auch bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen muss man natürlich die ganzen neben die Umweltrentabilitäten und alles mit einbeziehen und dann bin ich auch dafür, dass hier auch Mittel aus anderen Bereichen noch dazukommen. Das heißt, es geht mit den Sportstätten, um darauf nochmal zurückzukommen, wir haben schon sehr viele Sportstätten, die aber nicht zugänglich sind. Und das ist auch eine der Forderungen des BSO, oder der BSO gewesen, diese zu öffnen und zugänglich zu halten. Und das würden wir jedenfalls auch unterstützen. In einem modernen Zugangsregelungssystem muss das doch wirklich das Einfachste sein, hier ein System zu schaffen, wo auch in schulfreien Zeiten und gerade in schulfreien Zeiten, da wo das ja viel mehr zur Verfügung stehen könnte. Sie reden jetzt von den Schulsportstätten. Das wird Schulsport, aber auch für Vereine. Durchaus auch für Vereine, die Sportstätten zu öffnen. Und da und dort wird man auch mehr benötigen. Also wir wissen, wir haben jetzt vor wenigen Wochen gehört, wie wenig Menschen in Österreich wirklich schwimmen können. Das ist erschreckend. Das ist, ich weiß nicht, 25%, die sich selber als schwimmend nicht nur über Wasser halten, sondern dass die schwimmen können. Und das ist eine erstens sehr, sehr gesunde Sportart, auch dann für die ältere Bevölkerung, wo es um gelenkschonende Sportarten auch geht. Und das ist, und hat sonst auch noch sehr viele Vorteile. Also dort wird man zum Beispiel schon auch einen Ausbau brauchen. Wie sehen Sie die Situation der Sportstätten in Österreich? Also ich sehe die Situation als katastrophal an, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich weiß noch, als ich in der ersten Bundesliga gespielt habe und mein Verein Europacup spielen wollte und wir vor der Situation waren, dass es dort halt gewisse Mindestvoraussetzungen gibt an Zuschaueranzahl, an Bodenqualität und ähnliches und wir in ganz Wien daraufhin keine gefunden haben oder die halt auch zur Verfügung gestellt wurde oder frei war, dann sind wir nach Niederösterreich gegangen ins Multiversum in Schwechat. Dort mussten wir plötzlich dann 30.000 pro Spiel zahlen für ein Jahresbudget von 120.000 vom Verein. Das ist nicht finanziert.
organisierbar. Und wir sind da gestanden und haben uns überlegt, können wir überhaupt international antreten, weil wir keine leistbare oder gute Halle haben, wo wir spielen können. Wir haben uns dann entschieden, wir zahlen lieber die hohen Strafen bei der FIBA und haben halt nicht die entsprechende Halle. Aber so, das sind die alltäglichen Probleme, mit denen Sportvereine, Sportler zu kämpfen haben, weil sie einfach nicht die Infrastruktur haben, weder für Training noch für Wettkampf. Das muss man ja unterscheiden. Also natürlich gibt es Unterschiede, aber es gibt einen großen Bedarf. Und da muss man wiederum unterscheiden, nämlich einerseits, es wurde gesagt, bei der Öffnung von vielen Sportstätten, die einfach oft geschlossen stehen, Schulsportstätten einen ganzen Sommer lang, aber auch Sportstätten, die teilweise halt ihre Vereine drinnen haben, die halt um ihre Hallenzeiten kämpfen und damit sie halt die Zeit nicht hergeben, halt im Sommer oder in der trainingsfreien Zeit das auch nicht hergeben, weil sonst könnte man in Zukunft vielleicht weniger Trainingszeit haben. Oder es geht aber genauso um die Renovierung von bestehenden einfach Sportstätten und um den Neubau. Und da wäre es einmal grundlegend vonnöten, eine Gesamterfassung aller Sportstätten zustande zu bringen, nämlich einen Sportstättenplan, was für Sportstätten haben wir überhaupt, was für Kapazitäten haben die, für was sind die geeignet und so weiter. Das würde schätzungsweise 2,5 Millionen kosten, das in die Wege zu leiten. Es wurde schon in die Wege geleitet, also es gibt ja eine Homepage, die Länder wissen es oft selber nicht oder melden nicht ein, also müsste man da überall nachfahren und kontrollieren, aber sicherlich ist das eines der großen Projekte, das angegangen werden muss, und aus dem kann man dann natürlich schließen, wo es Bedarf, gemeinsam mit den jeweiligen Verbänden, mit den Sportarten, wo sollten wir investieren, und dann muss natürlich eine politische Entscheidung her, nämlich ein 10-Jahres-Plan, wo wir welchen Schwerpunkt setzen und zuerst investieren. Es wurde ja vor kurzem auch eingemeldet und haben überall abgefragt in ganz Österreich, wo es einen Bedarf gibt, und da wurde alles Mögliche gemeldet. Am öftesten wurde, glaube ich, Schwimmhallen gemeldet, Multifunktionshallen für Ballsport oder auch Leichtathletik, auch Fußball, also mit kleineren Stadien, also nicht vom Nationalstadion. Und jetzt ist es an der Zeit, eben zu klären, das Budget aufzustellen und dann diese Investitionen auch zu tätigen. Und das sind die Herausforderungen, die man im Bereich Infrastruktur hat, aber dringend notwendig. So ein Sportstättenplan ist ja auch nichts Neues. Von dem hat man auch schon länger immer wieder gehört. Kenne ich mindestens solange ich auch Sportminister und Staatssekretär kenne. Na, Fakt ist, man sollte sich endlich mit denen zusammensetzen, die wissen, von was sie reden. Das sind die Fachverbände, das sind die Leistungsverbände, wo Spitzensport betrieben wird, die genau wissen, mit welchen Teams, mit welchen Mannschaften wir im internationalen Bewerb bestehen können oder Chancen haben, da zu realisieren. Und da bin ich bei der Kollegin Steger. Ich kenne bis heute keinen Plan, wo man sinnvoll sagen würde, wo macht man die Ballsporthallen hin, wo ja dann mehrere Sportarten gespielt werden können, und nicht so wie sowas gibt es in Wales auch. Zwar tolle Hallen, große, aber wenn dort ein Sportverein eine große Veranstaltung machen muss, muss um zigtausende Euro einmal die Infrastruktur herstellen, die Tribünen und die Sportfläche und alles. Immer. Das kann sich kein Sportverband leisten, vorher in so eine Vorleistung zu gehen, weil die meisten werden ja nicht überrennt mit Zuschauern, ja, sondern die bringen tolle Leistungen und würden sich mehr Unterstützung verdienen. Und deswegen braucht man so einen Sportstättenplan. Die einzigen, die enorm viel Sportstätten betreuen und bauen, ist der ÖFB, der in ganz Österreich die Sportanlagen betreut und durchführt. Und wenn ich jetzt sagen darf, wir von der ASKÖ haben ungefähr 1000 Sportanlagen in ganz Österreich, die wir auch instand halten müssen, weil die stehen dann allen Mitgliedern, Vereinen und so weiter zur Verfügung. Aber da ist Luft nach oben. Im städtischen Bereich ist ganz schwierig, freie Hallen zu bekommen. Schwimmen, wir haben ja heute geredet, leider geht das Schwimmen in der Schule, die Wintersportwoche, ja sogar die Sommersportwochen werden immer weniger. Da gibt es viele Gründe dafür. Nicht nur die Kinder wollen nicht, oder es gibt irgendwelche Prozentregeln in den Klassen, und wenn die nicht zusammenkommen, dann fahren wir nicht. Da wäre es schon gescheit, wenn man da ganz oben einmal sagen würde, das ist uns wichtig, Stellenwert Sport, wir wollen, dass unsere Kinder schwimmen können alle, wir wollen, dass sie halbwegs multisportiv grundausgebildet werden in der Schule, gemeinsam mit den Vereinen, mit den Verbänden. Das wäre schon ein toller Start, eine gute Basis für ein bewegtes, gesundes und aktives Leben. Vielleicht dazu anschließend auch ein Schlagwort, das man, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahrzehnten schon hört, eine tägliche Sportstunde oder Bewegungsstunde für die Kinder. Jetzt gibt es einen Entschließungsantrag, der wurde, glaube ich, noch vor der Sommerpause im Parlament beschlossen. Was heißt das? Wie geht es jetzt dann eigentlich weiter? Was könnte man tun, dass es wirklich dazu kommt, nämlich diese Bewegungsstunde für Kinder bis zu 14 Jahre, also bis zum Ende des Pflichtschulalters? Da sind wir genau dort, wo wir am Anfang einmal schon waren zum Thema Ankündigungen versus Umsetzung.
Und die Umsetzung muss jedenfalls dort anfangen, wo ich unterstützen kann, dass das möglich wird. Also wenn ich nur sage, es muss jetzt eine Bewegungsstunde geben oder eine Turnstunde und ich habe die Infrastruktur nicht und ich habe die Lehrer nicht mit der entsprechenden Ausbildung, dann wird das versickern. Und es haben auch nicht gerade im städtischen Bereich, aus Niederösterreich und bei uns ist das leichter möglich, dass man auch die Natur mitnutzen kann, aber das geht nicht überall. Das heißt, der erste Schritt ist, das zu überlegen, wie das funktionieren kann. Es gibt ja verschiedene Arten von Bewegungsformen und es gibt bewegungspädagogische Ausbildungen. Und was wir fordern, ist, dass man hier sowas wie ein Fachlehrerprinzip auch einführt. Das heißt nicht, dass ein Lehrer das nicht auch selbst machen kann, wenn er diese Zusatzausbildung hat. Aber es wäre durchaus eine Entlastung, zu sagen, hier gibt es ein speziell geschultes Personal, die wissen, wie man mit den Kindern, wie man die Kinder in Bewegung bringt für diese Einheiten. Die müssen auch nicht genau eine Schulstunde lang sein, die können vielleicht auch öfter während des Unterrichtstages hineingebracht werden. Und gerade dann, wenn wir es wirklich schaffen, in diesen verstärkten Ausbau der Ganztagsschulen mit verschränkten Formen zu kommen, dann ist das unbedingt, also es ist essentiell, dass dort nicht gesessen wird, sondern dass man dort ein bewegtes Lernen auch schafft. Das heißt, es sind im ersten Bereich die Schulung der betroffenen Lehrkräfte und auch im Kindergarten, Kinderelementarpädagoginnen und auch den Raum dafür schaffen und auch die Strukturen dazu schaffen. Also aufgeweicht, dann nicht diese 50-Stunden-Einheiten, so und jetzt ist Sport und dann gibt es noch die Fälle, die Sie auch alle kennen, wo es heißt, jetzt war es nicht brav genug, jetzt gehen wir nicht runter in den Hof. Und das ist das Kontraproduktivste, weil jeder, der sich mit Sport jemals beschäftigt hat, weiß, wie leistungssteigernd das ist, wenn man sich dazwischen auch bewegt und Muskulatur und Kreislauf in Schwung gebracht hat. Abgesehen von der Problematik Infrastruktur und all was dazugehört, ist es auch ein Problem, weil auch die Schule irgendwie Landessache ist und es auch die Schulautonomie gibt, dass es da wirklich schwierig ist, über alles so quasi so ein Gesetz drüber zu stülpen. Aus diesem Grund ist dieses Projekt Kinder gesund bewegen, auch bekannt als tägliche Turnstunde, halte ich das auch für richtig aufgesetzt. Also es ist ja das Wichtigste, dass man bei Kindern in jungen Jahren anfängt und dass es da eine Kooperation von Trainern aus Vereinen, die mit einer Zusatzausbildung in die Schulen hineingehen, wir auf Kooperation setzen, die Kinder dadurch qualitativ hochwertigere Trainingseinheiten oder Bewegungseinheiten bekommen und die Kinder gleichzeitig wieder die Möglichkeit haben, den Weg zum Verein zu finden. Deswegen halte ich das ja auch für so ein gutes Konzept, wo auch die Fitsport Austria, das heißt die Dachverbände natürlich, auch eine sehr gute Arbeit leisten. Das Einzige, woran es jetzt noch fehlt, ist einfach sind die finanziellen Mittel. Wir haben jetzt, glaube ich, eine Abdeckung erreicht von 35% und bei den Kindergarten- und Volksschulen, wir haben uns in den vergangenen Jahren darauf konzentriert, weil einfach die Mittel nicht vorhanden sind. Insgesamt würde es, glaube ich, 60 Millionen kosten, das auszuweiten. Und da fehlt mir einfach, dass nicht nur das Sportministerium dass die Kosten zu tragen haben, sondern das Gesundheitsministerium, das Unterrichtsministerium, die Länder, die Gemeinden, dass da einfach noch mehr Mittel zur Verfügung gestellt wird und dass es da auch ein gemeinsames Commitment gibt, das umzusetzen. Kann ich unterstützen, da brauche ich gar nicht mehr recht viel dazu sagen. Fakt ist, dass sich Bewegung und Sport weder in den Schultafeln abbildet, noch in den Lehrplänen. Wenn wir heute Bundesschulen bauen, ja, eine niegelnagelneue HTL mit einer 60 Meter Laufbahn, mit einer Weitsprunganlage, mit einem Sportplatz hinten und einem wunderschönen Zweifachturnsaal und ich bei der Eröffnung dann dort bin und frage, wie oft habt ihr Sport in der Schule? Und da sagt der Sportlehrer geblockt, 2 Stunden in 14 Tagen, dann frage ich mich, wozu diese Investition dort gut ist. Und für den Vereinssport in dieser Stadt ist nicht geöffnet. Und daher ja, Öffnung der Sportstätten, auch in den Sommermonaten. Man muss sich ja damit zusammensitzen und sagen, kommen immer dann die Haftungsfragen und wer zahlt den Schulwart. Und diese Themen muss man einmal ordentlich besprechen. Ich denke, dass es Lösungen und Möglichkeiten gibt. Wir sollten mehr in Lösungen denken und nicht über in Erklärungen, warum es nicht funktioniert. Vielleicht werden wir schon bald zum Ende kommen, auch noch, weil es auch der Herr Windner angesprochen hat, weil es anscheinend auch wirklich ein Herzensangelegenheit war, die Ehrenamtlichkeit im Sport. Anscheinend entgehen dem Sport immer mehr die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Jetzt möchte man diese ehrenamtliche Tätigkeit ein bisschen attraktiver machen. Da gibt es auch konkrete Beispiele, wenn zum Beispiel bei der Bemessungsgrundlage der Pensionsversicherung oder aber auch, dass diejenigen steuerliche Vorteile bekommen, die ehrenamtlichen Helfer im Sport.
Können Sie dem was abgewinnen? Dem kann man grundsätzlich was abgewinnen. Man muss nur einmal aufpassen, dass man nicht das Pferd von hinten aufzäumt, sondern das ganz konkret auch nennt, welche Vorteile es haben kann. Ob man erschlagen darf man es auch nicht, sagen wir so. Also die ehrenamtliche Tätigkeit hat natürlich auch sehr, sehr viele soziale Aspekte auch im Sinne, etwas beizutragen für die Gesellschaft. Es ist nicht nur notwendig, dass er das immer auch finanziell abzugelten. Und man würde der Ehrenamtlichkeit durchaus auch ein wesentliches Element beschneiden. Aber grundsätzlich ja, es gibt ja auch die Überlegungen, so vereinfachte Modelle, wie man auch so kleine Entlohnungen machen kann, muss man sich anschauen, was ist denkbar. Ihre Ideen, um das Ganze attraktiver zu machen, die Ehrenamtlichkeit? Ich kann da zustimmen, den Forderungen auch der BSO. Wir haben ja auch vor einiger Zeit ich weiß nicht, ob es in der letzten Sitzung war, aber vor einiger Zeit auch einen Antrag eingebracht für die Unterstützung oder mehr Unterstützung für die Ehrenamtlichkeit, dass da auch ein Programm ausgearbeitet wird vom Sportministerium, in welcher Art und Weise das möglich sein kann und was getan werden sollte. Insgesamt kann ich nur sagen, dass bei 600.000 Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, eben ein Großteil im Sport, die immer mehr konfrontiert sind mit Haftungen, Registrierkassenpflicht und vieles weiterer, mit immer mehr Verantwortung tragen müssen, immer höhere Qualifikationen auch brauchen, dafür nichts bekommen und diese Arbeit gehört unterstützt, gehört erleichtert und da muss auch dringend etwas getan werden. Okay. Keine Frage, ich bin jetzt kein Steuerrechtler, man muss halt nur aufpassen, dass man nicht Dinge einführt, die dann wieder in anderen Bereichen Ärger verursachen, weil der Sport wieder eine Sonderstellung hat. Aber alle Maßnahmen, die helfen, das Ehrenamt attraktiver zu machen und leichter auszuüben, weil sie die Menschen einfach noch mehr sehen, als sie es eh schon dann, wenn sie ins Ehrenamt gegangen sind, zu begrüßen. Aber auch da, was den Sport betrifft, würde ich es halt sehr begrüßen, wenn man sich einmal mit den Verantwortlichen aus den Verbänden und Vereinen zusammensitzt und einmal sagt, wie geht es euch mit euch den Ehrenamtlichen, was glaubt ihr denn, was ist das Gescheiteste, wie man die unterstützen kann und nicht, dass die Politik über irgendwas erfindet und das dann nach außen tragt und sich dann über wundert, wann das nicht so angenommen wird, wie sie glauben. Daher ist relativ gescheit, wenn man sich mit den Betroffenen zusammensitzt und ich glaube, da gibt es genug Gesprächsstoff, da haben wir für weiß ich nicht wie viele Regierungen Gesprächsstoff, die daherkommen und da arbeitet man ja in Gott sei Dank hoffentlich im Sport. Hoffentlich das nächste Mal mehr Zeit. Im Sport auf sehr, sehr guter und wertschätzender Kooperation, parteiübergreifend, man sieht ja, wer da ist und daher glaube ich, dass wir schon gute Arbeit machen, gemeinsam. Das bringt mich zur Schlussrunde. Und da möchte ich eine ganz konkrete Frage stellen, nämlich sollte der Fall eintreten, es ist vielleicht jetzt nicht ganz realistisch, aber der Fall eintreten, dass Sie Sportminister sind in ein paar Wochen, in ein paar Monaten. Was würden Sie als Sportminister als allererstes ändern oder umsetzen wollen? Vielleicht, wenn Sie beginnen wollen. Ja, sehr gerne, weil ich würde auch am Beginn beginnen, nämlich bei der Elementarpädagogik und als erstes die Lehrerfortbildung bzw. Kooperation mit den Vereinen, ist auch genannt worden, hier mit den Schulen so zu verknüpfen, dass wir hier wirklich von der Basis weg die Freude am Sport, die Freude an der Bewegung schaffen und von dort aus das dann weiter aufrollen. Das ist jetzt die schwierigste Frage des Abends, weil jahrelang im Sportbereich so wenig geschehen ist, dass es so viele wichtige Dinge gibt, wo man ansetzen muss und was dringend notwendig wäre. Ich würde sagen, als Grundlage ist mal immer das Geld. Ja, ohne Geld geht nichts, wie es so schön heißt. Also da das einfach auf eine neue Grundlage zu stellen, einfach mit den Online-Wetten, mit der Valorisierung, mit der Klarstellung, wie viel Geld ist überhaupt vorhanden. Dann die entsprechenden Maßnahmen, auch wie viel Budget man zur Verfügung hat. Dann Investitionen in Infrastruktur sind sehr wichtig und natürlich im Breitensport mit Kinder gesund bewegen einfach noch mehr auszubauen. Ja, ich würde mich äußerst intensiv meinen Kollegen im Finanzministerium und im Bildungsministerium widmen. Dort liegt die Basis, dort ist der Anfang, der Beginn alles sportlichen Lebens. Einerseits, weil es Geld kommt und andererseits, weil es in den Schultafeln, im Lehrplan vorkommt. Da reden wir von der Lehrerinnenausbildung und so weiter und so weiter. Ja, und dann, weil das ist, wie ich aus eigener Erfahrung ja weiß, würde ich wirklich intensiv mich mit den Ländern zusammensetzen und einmal schauen, wo brauchen wir als nächstes die besten
Sportanlagen für unsere Spitzensportlerinnen, damit die Leistungen bringen können, damit die dann bei den großen Spielen Medaillen einheimsen, wir uns alle freuen und wir im Breitensport dann die Chance haben, mit diesen Idolen weiterhin Nachwuchs zu bekommen. Dann bleibt zu hoffen, dass all das, was wir heute gehört haben, nicht nur fromme Wünsche sind, nicht nur ja, irgendwie Forderungen und auch Lippenbekenntnisse, sondern dass wir das vielleicht dann auch mitunter bei den Koalitionsverhandlungen oder dann auch immer in den Regierungsprogrammen wieder hören und sehen. Ich bedanke mich für die Diskussion, für die Teilnahme, bedanke mich bei den Zuschauern hier im Saal und natürlich bei Ihnen zu Hause. Es geht jetzt weiter hier in OF Sportprogramm mit Sport 20. Ich wünsche noch einen wunderschönen